Okay, Yoshi, dann fahr mal los. Ich habe einen Spätstart gemacht, oder zumindest einen sehr schlechten Start. Hab ich gesehen. Oh! Das kann ja nur eins gewesen sein. Das war, ich weiß, was das war. Der Racheengel. Nee. Das war Joshua Stuka Schäfer. Das ist ein neuer Nickname für dich. Ich will gleich erst meinen Arm an euch geben. Bitte. Kannst du mir deine Kasten Spot jetzt erhalten? Sicher. Oh, 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 oh. Ich hab dich wieder. Das war so kontraproduktiv. Ja, ich hab dich nochmal gerade gedreht. Das ist zumindest versucht. Ah, die KI hat es auch versucht. Das Yoshi-Manöver angewendet. Vor allen Dingen, wenn du von 30. auf empfehlenden Frühstart machst, das ist nicht angenehm. Das ist in der Mitte so eine richtig tolle Gasse, die du durchfahren kannst. Ja, das ist die Rettungsgasse. Immer schön Rettungsgasse frei halten. Scheiße. Ich bin abgeflogen und beim wilden Kurbeln habe ich die Menütaste gefunden. Jetzt musste ich erst Oh, ich sehe ein Auto, das sich überschlägt und am Dach liegt. Bist du das? Ja. Nee? Das ist die KI, so, die da liegt. Das ist jemand mit auf dem Dach liege ich nicht, aber ich habe mich überschlagen. Bin aber wieder gerade. Okay. Hab den Frontspoiler jetzt ganz ab. Also den Motorraum. Ja, das Auge ist dem Wagen gefolgt, der sich noch spektakulärer überschlagen hat, glaube ich. Ja. Und den hab ich rausgekickt. Das ist so ein Renault mit Monsterlackierung. Der liegt da jetzt auf dem Dach. Ja. Das ist den zweiten, den ich aufs Dach gedreht habe. Der hat es auf den zweiten geschafft, der Typ. Nein! Boop! Aber was mache ich denn da? So, das gute alte Flatout-Manöver. Spiel? Ja, ich bin halt, hab zu spät gebremst und hab den überschüssigen Speed dadurch abgebaut, dass ich den vor mir aus der Kurve geschoben hab. Ja, genau, deswegen hat einer sich auch gerade überschlagen. Okay, dann hattest du aber noch einen Haufen mehr Speed drauf. Ja. Wow. Hab ich dir den entgegengeschoben gerade? Na, du hast den nach rechts raus und der kam dann mit dem Schlenker nach links wieder auf die Bahn. In den weiten Fetten kommt dein Auto heile. Dann kommst du näher und dann sehe ich, dass du da kaputt bist und dann erkenne ich dich erst. Woran erkennst... Wieso erkennst du mich daran, dass das Auto kaputt ist? Weil ich gesehen habe, also wirklich?
sehe nichts mehr, meine Windschutzscheibe. Auf meiner Windschutzscheibe liegt die Motorhaube. Ich habe noch einen in der Schikane gestoppt. Hey. Ich auch, bin hinter dir. So, jetzt stuke ich mal ohne zu bremsen da vorne ein. Hui.